So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir stehen vor einem interessanten Ausschusstag heute. Es ist kein großes Geheimnis. Wir haben diesen Sonderermittler, diese in Anführungsstrichen Vertrauensperson als Opposition nicht gewollt. Wir halten sie für ein illegitimes Konstrukt sui generis der Bundesregierung, die Ausschussarbeit zu verunmöglichen und einen direkten Zugang zu den Beweismitteln uns unmöglich zu machen. Das ist unserer Meinung nach ein illegitimer, in der Form rechtswidriger Weg, gegen den wir uns gerichtlich wehren. Trotzdem werden wir heute an diesem Bericht, den Herr Graulich hier abliefern wird, uns beteiligen und Fragen stellen. Wir haben allerdings bezüglich der Unabhängigkeit, die suggeriert wird und die in dem Namen mitschwingt, ganz erhebliche Zweifel nach der Lektüre dieses Berichts. Einiges ist ja heute Morgen auch nachzulesen gewesen. Ich halte die Grundthese, ich sag mal, der Versuchsaufbau der Prüfung, die stattfinden sollte, ist verwegen. Wie will ich aus einem Pool von 40.000 ausselektierten Begriffen, herausgenommenen Begriffen, Rückschlüsse über die Funktionabilität des Systems von 14 Millionen Selektoren ziehen? Das ist schlicht unmöglich, um zu sehen, dass Filterung funktioniert, um zu sehen, was überhaupt eingesteuert wird, um zu sehen, ob es Spionage gegeben hat, um zu sehen, ob deutsche Interessen berücksichtigt worden sind, muss man natürlich die 14 Millionen Begriffe, bei denen die Filter nicht angeschlagen haben, sich angucken, um dann zu sehen, ob dieses System funktionabel ist. Insofern ist schon die Versuchsanordnung merkwürdig und dysfunktional. Der Umstand, dass wir selbst nicht erfahren, welche Begriffe auf diesen Selektorenlisten, den aussortierten Begriffen steht, führt dazu, dass wir eben nicht einschätzen können, was hier genau passiert ist, welche Unternehmen, welche Personen, ob zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten auf diesen Selektoren standen, ob NGOs abgehört werden sollten oder ob der BND daran interessiert war, Selektoren für NGOs herauszufiltern. All das können wir nicht beurteilen, obwohl es klipp und klar in unserem Untersuchungsauftrag liegt. Und das zeigt schon, dass das hier heute keine Ersatzvornahme sein kann. Ein Wort zu Snowden. Eben in der Beratungssitzung haben sich wieder traurige Szenen abgespielt. Die Große Koalition ist darum bemüht, durch irgendwelche absurden Konstrukte die Vernehmung von Snowden hier in Berlin zu verhindern. Das ist ein unwürdiges Schauspiel, auch und gerade von der SPD. Wenn man den Willy-Brandt-Preis an Sarah Harrison vergibt, für besonderen politischen Mut, selbst aber überhaupt keinen politischen Mut hat, dann ist das ein PR-Gag und der Sache an sich unwürdig. Und deswegen kann ich nur auch meine parlamentarische Enttäuschung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen von SPD und Union zum Ausdruck bringen, die hier das ordentliche Verfahren versuchen zu sabotieren. Und das ist diesem Haus hier nicht angemessen. Vielen Dank. Einen interessanten Tag. Ja, von mir auch ein paar Worte zur heutigen Einvernahme des Sachverständigen Dr. Graulich. Ich kann nur das wiederholen, was der Kollege der Grünen eben ausgeführt haben. Wir als Opposition haben dieses Verfahren nicht gewollt und uns auch dagegen gestellt. Wir haben genau das vorausgesehen, was jetzt passiert ist. Inhaltlich haben wir keine neuen Informationen durch das Gutachten durch Herrn Graulich erlangt. Wir wissen bis heute nicht, welche illegalen Spähbegriffe sich in diesen Listen befunden haben und welche Institutionen, Politikern, aber auch Unternehmen tatsächlich durch diese Spionage betroffen sind. Stattdessen ist genau das eingetreten, was wir befürchtet haben. Das Gutachten ist eine bestellte Auftragsarbeit für die Bundesregierung. Sie übernimmt die Sichtweise und juristische Argumentation des Bundesnachrichtendienstes auch zu den Stellen, die bisher schon durch die Beweisaufnahme
als kritisch markiert wurden. Sie wissen, dass Verfassungsrechtler insbesondere, was die Erfassung von Massendaten im Ausland ausgeht, durchaus eine divergente Auffassung zu dem vorgetragen haben, was Herr Dr. Graulich jetzt ausführt, abgesehen auch von den vielen technischen Fragen, die sich mittlerweile an dieses Gutachten richten. Wir sagen, wenn das Parlament tatsächlich sein Recht bekommen hätte, wenn wir dieses Beweismittel in der Hand hätten, dann wäre die Prüfung anders ausgefallen als jetzt durch die Selbstevaluation durch die Bundesregierung. Und diese Kontrolle durch das Parlament steht bis heute aus. Und deswegen klagen wir ja auch in Karlsruhe auf Herausgabe der Selektorenliste. Und wir sind auch nach dem heutigen Tag noch einiges zuversichtlicher, dass wir dort Recht bekommen. Wir haben eben in der Beratungssitzung nicht nur erneut zu der Frage Einvernahme des Zeugen Snowden gesprochen und nur noch mal eine kurze Anmerkung von mir. Es ist absolut unverständlich, dass die Bundesregierung nach über einem Jahr einen zentralen Auftrag durch den Untersuchungsausschuss nicht erfüllt. Wir haben um eine Stellungnahme gebeten, inwieweit Herr Snowden in Deutschland einen Auslieferungsschutz genießen könnte, weil ihm politische Strafverfolgung in den USA droht. Das Justizministerium hat uns vor Monaten geschrieben, sie seien in der Prüfung. Wir haben heute nachgefragt, wie es denn aussieht, wie das Ergebnis der Prüfung ausgefallen ist. Antwort: Na, wir prüfen weiter. Auf die Frage, wie lange das denn noch dauern wird, das wissen wir nicht. Jetzt kann man sagen, das ist einfach nur ein bisschen Missachtung des Parlaments. Aber wenn man das ganz genau nimmt, die Bundesregierung hat eine Amtshilfeverpflichtung aus dem Grundgesetz gegenüber dem Untersuchungsausschuss. Und wenn man uns über Monate zentrale Fragen, die hier zu einer Beweisaufnahme führen sollen, nicht gibt, dann ist es tatsächlich eine Sabotage hier des gesamten parlamentarischen Prozederes. Und das werden wir an der Stelle auch nicht weiter so akzeptieren. Und noch etwas. Wir haben auch darüber gesprochen, inwieweit unser Beweisantrag BND 44 erfüllt wird. Hier geht es um die Herausgabe der BND-eigenen Selektoren an den Untersuchungsausschuss. Hier wird argumentiert, dass ja mittlerweile ein anderes parlamentarisches Gremium sich mit dieser Frage beschäftigt und die Bundesregierung abwartet, was dort an Prüfungen im Ergebnis festgehalten wird. Wir haben darauf gedrungen, dass die Bundesregierung eigenständig jetzt eine Stellungnahme abgibt, inwieweit diese BND-eigenen Selektoren dem Untersuchungsausschuss vorgelegt werden müssen. Wir wollen nicht auf ein Verfahren in einem Geheimgremium in diesem Haus verwiesen werden, sondern tatsächlich jetzt auf eine Erfüllung dieses Beweisantrages, weil wir davon ausgehen, dass die NSE-Selektoren und die BND-Selektoren sowohl materiell in Verbindung stehen und zum anderen eben auch bei dem großen Prüfvorgang im August 2013 Gegenstand der Untersuchung im Bundesnachrichtendienst waren und nicht nur auf der Arbeitsebene. Das zur heutigen Beratungssitzung und Sie werden dann sicherlich auch noch in der Tagesordnung gesehen haben, wir haben weitere Zeugen nach dem Sachverständigen Graulich, da geht es nochmal um Rechtsfragen. Sie kennen die ganzen Dinge, G10-Problematik, Filtersystem und Ähnliches. Das wird dann heute auch noch im Verlauf des Tages eine Rolle spielen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben heute den unabhängige Vertrauensperson Kurt Graulich bei uns im Untersuchungsausschuss. Sie wissen, wir haben Kurt Graulich beauftragt, für den Untersuchungsausschuss die berühmten Selektorenlisten zu sichten. Das ist jetzt nach einer sehr intensiven Arbeit erfolgt und er hat einen Bericht vorgelegt, den ich in jeder Hinsicht als unabhängig bewerte und den ich auch als fachlich fundiert bewerte. Wir haben aufgrund des Berichtes und auch aufgrund zahlreicher Gespräche mit Herrn Graulich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass wir jetzt hier teilweise gemutmaßt wird, dass hier Einfluss auf ihn ausgeübt wurde, sondern er ist tatsächlich eine unabhängige, sachverständige Vertrauensperson gewesen und die Qualität dieses Berichtes spricht für sich. Wir sind mit diesem Bericht ein ganzes Stück weit vor allen Dingen jetzt weitergekommen. Wir haben jetzt ein sehr schnelles Ergebnis. Wir müssen festhalten, wir haben sicherlich nicht einzelne Selektoren im Klartext. Wir haben keine E-Mails konkret gesehen. Aber ich sage auch nochmal, für meine politische Bewertung, welche Konsequenzen diese Affäre haben muss, ist das auch nicht erforderlich. Sondern für mich ist ausreichend, wenn ich über die Qualität und die Quantität einzelner Selektoren typologisch informiert bin. Das bin ich jetzt aufgrund dieses Berichtes und ich verspreche mir auch aufgrund der mündlichen
Vernehmung von Herrn Graulich gleich nochmal aufgrund der mündlichen Befragung tiefergehende Erkenntnisse. Der Bericht von Kurt Graulich zeigt innerhalb des Bundesnachrichtendienstes und innerhalb des deutschen Kontrollgefüges der Nachrichtendienste erhebliche Mängel auf, erhebliche schwerwiegende Organisationsmängel innerhalb des BND beim Umgang mit Selektoren, in einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen sogar, das kann man so sagen, schwerstes Organisationsversagen. Und das führt insgesamt dazu, dass die Geschichte, die uns hier von Anfang an von Seiten des BND erzählt worden ist, dass der Umgang mit den Selektoren ganz toll und prima laufe, dass sich das in einigen Bereichen jetzt ziemlich im Gegenteil darstellt. Das Ganze hat einen Hintergrund: die Arbeit mit diesen Selektoren, die Routineverkehrsüberwachung, also die Überwachung von Auslands-Auslandsverkehren, ist derzeit rechtlich nicht geregelt. Sie ist in einem rechtlichen Graubereich und daran aufbauend auch findet keinerlei parlamentarische Kontrolle in diesem Bereich statt. Das zeigt sehr deutlich, dass hier ein massiver gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Und insofern fühlt sich die SPD-Fraktion mit ihren Vorschlägen, die wir ja bereits in unserem Eckpunktepapier gemacht haben, umfassend bestätigt. Und es ist jetzt die Zeit, endlich aus den Pötten zu kommen. Wir werden nicht abwarten, bis dieser Untersuchungsausschuss erst einen Abschlussbericht vorlegt, sondern wir erwarten auch von der Bundesregierung, namentlich vom Bundeskanzleramt, dass jetzt zu einer umfassenden Reform der Rechtsgrundlagen des BNDs in diesem Bereich, dass dies jetzt angegangen wird und dass wir auch zu einer flächendeckenden Kontrolltätigkeit in diesem Bereich kommen. Wir werden jetzt heute Herrn Graulich öffentlich befragen. Ich habe aber auch den Wunsch, das habe ich mit meiner Fraktion so abgestimmt, dass wir Herrn Graulich insbesondere auch aufgrund seines eingestuften Berichtes auch nochmal in einer eingestuften Sitzung befragen wollen. Das werden wir allerdings heute aufgrund der Zeugenplanung nicht machen können. Insofern wird es erforderlich sein, dass Herr Graulich nochmal eigens in einem eingestuften Termin auch hier uns als Personen zur Verfügung stehen wird. Vielleicht noch ein Satz zu den Beschlüssen, die wir jetzt in der Beratungssitzung gefasst haben. Wir haben auf der Grundlage, dass Herr Snowden als Zeuge beschlossen worden ist für den 12. November, ihn jetzt nochmal geladen. Er wird dort im Rahmen einer audiovisuellen Vernehmung nach der Strafprozessordnung hier als Zeuge vernommen werden und wir haben jetzt die Bundesregierung gebeten, hier alle Vorbereitungen zu treffen. Ich sage auch dazu, wir sind hier noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben ihn nicht nur in Bezug auf seine Zeugeneigenschaft hier geladen, wir haben auch gesagt, dass alternativ eine Vernehmung als Sachverständiger in Betracht kommen sollte, sollte er aufgrund seiner Rechtsbeistände zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht eine Zeugeneinvernahme vor dem Untersuchungsausschuss des deutschen Parlaments in irgendeine Strategie nicht hineinpassen würde. Also wir würden offen sein für beide Funktionen. Er kann ja als Zeuge vernommen werden, er kann als Sachverständiger vernommen werden. Wir werden das allerdings am 12. November, das ist jetzt der Vorschlag, den wir so beschlossen haben, in Form einer Videokonferenz machen. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem weiteren wesentlichen Untersuchungstag dieses Untersuchungsausschusses, wenn Dr. Graulich seinen Abschlussbericht vorstellt. Er hat einen umfangreichen Bericht, 262 Seiten, der Ihnen ja wahrscheinlich allen inzwischen auch vorliegt, vorgestellt, zur Verfügung gestellt, einen weiteren größeren Teil als streng eingestuft, der noch Ergänzungen vornimmt. Und dieser Bericht hat schon wesentliche Kritikpunkte zum Gegenstand. Einmal kritisiert er, dass deutsches Interesse nicht hinreichend definiert ist, dass nicht klar ist, auch im BND nicht, was deutsche Interessen sind. Das macht natürlich ein Ausscheiden von Suchbegriffen schwer möglich. Das ist ein wesentlicher Kritikpunkt. Er berichtet in seinem Abschlussbericht, dass 68,7% der abgelehnten Selektoren Regierungsstellen von EU-Staaten betrafen. Das ist eine Zahl, die sicherlich so nicht toleriert werden darf. Es geht klar aus den Vereinbarungen hervor, dass deutsches Interesse, also auch die EU-Partner, nicht Gegenstand der Kooperation sein sollten.
Herr Graulich arbeitet in seinem Bericht heraus, dass es auch Aufgabe und Pflicht beider Seiten, damit auch der Amerikaner, gewesen ist, dies zu überprüfen. Das ist seine Bewertung, die kann man sicherlich auch anders bewerten, aber es wird wesentlicher Punkt heute der Diskussion sein, ob beide Seiten, sprich auch die amerikanische Seite beim Einsteuern der Selektoren, hier hätte im Vorfeld prüfen müssen. 86,9% dieser Selektoren waren über einen längeren Zeitraum eingesteuert, über 100 Tage. Im Ergebnis werden wir wohl sagen können, dass bis 2013 die Selektoren nur punktuell, situativ, haben uns die Zeugen gesagt, aus dem gesamten Pool der Selektoren herausgenommen worden sind, also auch längere Zeit eingestreut waren. Deutsche Selektoren sind im kleineren Umfang Bestandteil gewesen. Wir reden hier von 16 bzw. 11%. Diese waren weitestgehend wohl auch nicht aktiv geschaltet. Nichtsdestotrotz gab es hier Fehler, auch wenn man alleine bedenkt, dass deutsche Selektoren nicht in vollem Umfang haben herausgefiltert werden können. Diese kurzen Mängel zeigen schon, dass der Bericht und damit die Arbeit der Vertrauensperson Dr. Graulich intensiv war und uns auch in der weiteren Untersuchung und auch Prüfung helfen wird. Viele Fragen werden wir mit Dr. Graulich zu klären haben. Insbesondere weist er darauf hin, dass auch die Prüfung der Selektoren, zum Beispiel der Verhältnismäßigkeit der Nutzung der Selektoren, in vielen Fällen gar nicht möglich ist, weil die Amerikaner ihr Such- und Rechercheprofil mit den Selektoren gar nicht mitliefern. Von daher ist unter diesen Umständen auch eine Prüfung innerhalb des BNDs nicht möglich. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme dazu schon ausgeführt, dass sie Veränderungen im BND herbeiführen wird, dass sie Konsequenzen zieht. Und ich glaube, das zeigt auch die Wichtigkeit dieses Berichts der Vertrauensperson Dr. Graulich. Und ich freue mich, dass auch die Opposition jetzt an der Befragung des Sachverständigen teilnimmt. Die Opposition hatte beantragt, diese Befragung sogar im Video zu streamen. Das ist uns nicht möglich, aber es zeigt, glaube ich, das große Interesse und den Erkenntnisgewinn, den wir uns von der Vernehmung von Dr. Graulich jetzt versprechen. Dankeschön.